Es ist ein paar Stunden später, aber immer noch der 17.08.2024. Und heute möchte ich dir einmal erzählen, was mich unterscheidet zu vielen, vielen, vielen anderen Menschen, was ich jetzt beobachte. Und zwar geht es darum, dass sich viele Menschen immer auf andere Wissenschaftler oder andere Gurus beziehen und sagen, ja, der hat das gesagt, er hat jenes gesagt. Und wenn ich meine Videos anschaue, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, dann merke ich, ich habe eigentlich, seit 10 Jahren sage ich immer das Gleiche, einfach neue Worte oder andere Worte. Aber ich habe nie, ich habe alles aus mir heraus gefühlt. Deshalb ist auch eine Konstante da von den Informationen, die sind wirklich in der Essenz immer gleich, weil ich das alles gefühlt habe. Also ich muss mich nicht auf einen anderen Menschen verlassen, der etwas gesagt hat. Ich habe noch nie ein Buch gelesen von einem Wissenschaftler oder so, sondern wenn, dann Biografien. Und wenn ich mich auf Informationen beziehe von jemand anderem, dann sind das meistens von meinen Mitmenschen rundherum, die etwas gesagt haben. Ja, und das ist etwas, was ich jetzt mal hervorheben möchte, dass das für, es gibt einfach eine größere Sicherheit, wenn man weiß oder wenn man die Sachen selbst erfahren hat, dann kannst du auf 100% sicher kommunizieren und argumentieren, und das kann ich nicht, wenn ich etwas gelesen habe oder mich auf einen Wissenschaftler XY stützen muss. Genau. Tja, jetzt mal ein bisschen was anderes. Oh, warum sage ich das? Ist jetzt wieder so ein Impuls gekommen. Ja, weil ich gestern mir ein paar Sachen angeschaut habe und dort habe ich gesehen, ja, der hat das gesagt, jener hat das gesagt, und mir kam das ein bisschen mühsam vor, wenn ich von einem Menschen etwas schaue und dieser Mensch mir dann immer sagt, ja, schau das Video, schau jenes Video, der hat jenes gesagt. Und ich glaube, das ist der Vorteil und deshalb sind meine Videos vielleicht auch ein bisschen kürzer und zackiger. Wer das macht, ist bei mir hier richtig.